Hallo, ich bin Marit und ich studiere im fünften Semester Medizintechnik. Ich bin Lisanne. Hallo, ich bin Sebastian. Mein Name ist Leander. Ich bin jetzt im ersten Mastersemester Medizintechnik. Ich bin der Nico. Hallo, ich bin der Mario und ich studiere Medizintechnik im sechsten Semester. Ich habe mich dafür entschieden, Medizintechnik zu studieren, weil ich die Interaktion von Technik und den Menschen bzw. biologischen Systemen interessant finde. Ich wollte schon immer eher was Technisches machen, weil ich schon in der Schule gewusst habe, dass ich was mit Technik, Physik und Biologie machen will. Medizin, das ist schon eine Sache, die mich wirklich interessiert. Auf der anderen Seite konnte ich mir nicht wirklich vorstellen, ein Arzt, ein Doktor zu werden. Dann war es eigentlich der naheliegende Schluss, dass ich einfach die Kombination aus Technik und Medizin mache, also Medizintechnik studiere. Das Medizintechnikstudium ist an zwei Unis. Stuttgart, da sind die ingenieurswissenschaftlichen, mathematischen, technischen Fächer, dafür ist ja auch Stuttgart bekannt. Und in Tübingen sind dann die naturwissenschaftlichen und medizinischen Fächer. Also ich fand es am Anfang super cool, dass man in den zwei Städten studiert. Wurde dann so ein bisschen in dieses Pendeln reingeschmissen, weil dadurch ist man ja nie alleine pendelt und immer noch ein paar andere ja auch zur gleichen Vorlesung müssen. Ist es eigentlich auch ganz witzig. Ja, dadurch, dass man dann das Beste von den beiden Unis bekommt, würde ich auch sagen, dass es auf jeden Fall es wert ist. Es gibt zuerst das viersemestrige Grundstudium. Im Grundstudium liegt der Fokus vor allem auf den technischen Fächern. Man kann doch nicht so viel wählen. Und Matheanteil, das muss man einfach wissen und das ist auch anstrengend. Dann geht es darum, Zeichnungen, technische Zeichnungen zu malen, zu zeichnen. Im fünften und sechsten Semester kann man sich seine eigenen Schwerpunkte setzen und da habe ich dann auch mein Faible für Biologie auch voll ausleben können. So kann man dann auch entweder sich mehr in die technische oder in die medizinische Richtung fokussieren. Ja, interessant ist auch, in welchen Bereichen man mit der medizintechnischen Grundausbildung tätig werden kann. Ich arbeite als Hiwi in der Zahnklinik und bin dort in der Entwicklung und Konstruktion von Beatmungsmasken zum Beispiel tätig. 3D-Druck und verschiedenen Werkstoffen. Im Bereich Neuroscience, da geht es um die Verbesserung von der Therapie von Schlaganfallpatienten. Und Tissue Engineering, wo man eben versucht, quasi künstlich Gewebe zu züchten. Ich habe mich im Studium auf die Ergänzungsfelder bildgebende Verfahren und avitale Implantate spezialisiert. Minimalinvasive Chirurgie. Dass ich mich da dann eben im Laufe des Studiums und des Masters sehr gut spezialisieren kann und herausfinden kann, was meine Stärken und Schwächen sind und wo meine Interessen liegen. Die fachlichen Themen waren eigentlich super. Also es war großartige Abwechslung, auch selbst schon in den Grundlagen. Und auch die Kommilitonen waren eigentlich genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Meine Bachelorarbeit habe ich in einem Institut geschrieben, das endoskopische Übungsmodelle herstellt. Und da habe ich ein Übungsmodell für die Lunge hergestellt. Wenn ich fertig bin mit meinem Studium, würde ich auf jeden Fall gern in die Forschung und Entwicklung. Ich will später in den Bereich Entwicklung und Konstruktion gehen. An der Uni erstmal noch ein bisschen zu forschen oder so, irgendwie einfach was, ja, das Gefühl haben, dass man irgendwas Neues entdeckt. Und würde eben sehr gerne in dem Bereich Produktentwicklung und Grundlagen arbeiten. Ich denke, Medizintechnik ist ein Feld, was wirklich einen richtigen Nutzen hat. Das heißt, wenn man eine technische Entwicklung macht, die bei einer bestimmten Krankheit hilft, dann kann das sehr vielen Menschen eine Lebensverbesserung geben. Was richtig Sinnvolles ist, wo man irgendwie auch das Gefühl hat, dass man ein bisschen was verändern kann und aber trotzdem halt aus allen naturwissenschaftlichen Bereichen und der Technik halt die Dinge lernt und dann auch anwenden kann. Ich denke, es ist ein sehr innovatives Feld, wo es in Zukunft viele Anwendungsmöglichkeiten auch geben wird.